Wir kümmern uns in diesem Video darum, wie du langfristig deinen Hüftbeuger wirklich beweglicher bekommst, dadurch weniger Rückenschmerzen hast und einfach beweglicher bist bei allen möglichen Grundübungen. Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial und wir befassen uns heute mal mit diesem Thema Hüftbeuger, weil das immer wieder ein Thema ist. Entweder wissen es die Leute schon oder wir finden es eben bei kleinen Bewegungsanalysen zusammen raus und um das Ganze langfristig zu lösen, brauchen wir einen sehr speziellen Ansatz, den dann doch viele nicht wissen, deshalb machen wir dazu einfach mal ein Video. Und wenn wir jetzt von Hüftbeugern sprechen, dann sprechen wir im Grunde genommen von drei verschiedenen Muskeln. Wir haben einmal den Rectus Femoris, also einen Teil vom Quadrizeps. Wir haben den Iliopsoas, der hier innen am Becken sitzt. Und wir haben den Tensor, der hier so ein bisschen seitlich an der Hüfte sitzt. Also wenn ich jetzt gleich in dieser Gruppe der Hüftbeuger spreche, dann meine ich im Grunde genommen eigentlich alle. Wobei man jeden davon auch nochmal isoliert ein bisschen bearbeiten kann. Weil das erste Ziel ist natürlich, da ein bisschen Spannung rauszunehmen. Das kann ein bisschen Faszientraining sein, gerade so ein Release am Oberschenkel, ein Release mit Lacrosseball hier in der Seite oder mit dem großen Ball vorne am Becken. Das kann kurzfristig dann die Spannung schon mal rausnehmen. Dazu haben wir schon ein Video gemacht, kannst du dir unbedingt anschauen. Hier gibt es aber auch mit simplen Drills aus dem Neurobereich gibt es gute Möglichkeiten, kurzfristig die Spannung rauszunehmen. Das Problem ist, die kommt wieder zurück, gerade wenn du eben viel sitzt. Und deshalb ist die langfristige Vorgehensweise ein Ticken anders. Und zwar würde ich euch als erste Übung unbedingt mal den sogenannten Couch Stretch empfehlen. Dafür nehmen wir uns einfach so ein Pad dazu. Ihr könnt euch zu Hause auch einfach ein Kissen nehmen. Kann man auch an der Couch machen, daher auch der Name. Ihr nehmt, ganz wichtig, ein Knie ganz an die Wand. Nehmt die Hände ein bisschen zur Seite, stellt das andere Bein vorne auf, dass ihr hier 90 Grad im Knie seid und richtet euch nach Möglichkeit im Oberkörper auf. Jetzt ist wichtig, das ist hier wieder ein passiver Stretch. Jetzt werden die aufmerksamen YouTube-Follower werden denken, okay, passive Stretches bringen mir doch langfristig nichts. Das ist korrekt. Bedeutet, das Ziel hier ist nicht einfach nur irgendwie passiv zu stretchen, sondern das Ziel ist, die linke Hüfte aktiv nach vorne zu schieben. Bedeutet, wir spannen die linke Pobacke an und schieben damit die Hüfte vor. Viele werden merken, dass sich der Zug ganz oben am Oberschenkel dadurch noch ein bisschen verstärkt. Und dass dann automatisch die Spannung hier hinten so nach 2-3 Sekunden wieder weggeht. Aber das Ziel ist, diese Spannung hinten zu halten. Im Idealfall für ungefähr 2 Minuten, dass wir an den Punkt kommen, dass die Vorderseite deutlich locker lassen kann. Dasselbe logischerweise dann auf beiden Seiten. Es ist nicht selten, dass eine Seite deutlich mehr Spannung hat als die andere. Dann ist es auch unter Umständen eine Möglichkeit, die schlechtere Seite zunächst mal zu fokussieren, um sie auf das Level zu bringen von der anderen und dann beide gemeinsam nochmal aufzubauen. Jetzt werdet ihr hier merken, dass auch das euch langfristig nicht weiterbringt. Weil das Problem ist, dass die Hüftbeugermuskulatur eben zu viel Spannung hat, weil sie zu schwach ist. Also weil sie häufig in einer angenäherten Position, also während ich sitze, eben ist und einfach da zu wenig Kraft entfalten kann. Das bedeutet, um es zu konservieren, um die Muskulatur langfristig geschmeidig zu haben, müsst ihr sie einfach trainieren. Ja, wir müssen Kraft aufbauen in der Hüftbeugemuskulatur. Erste Übung dafür wäre der sogenannte Kniestand. Bedeutet, ihr baut das gern in den Anschluss vom Couch-Stretch, geht auf die Knie, in etwa hüftbreit, bleibt vom Oberkörper aufrecht und auch hier wichtig, schiebt die Hüfte vor, also spannt den Po an und geht dann so weit im Oberkörper nach hinten, wie ihr die Spannung im Po noch halten könnt. Gebt einfach nach hinten ab und kommt wieder nach vorne. Wir empfehlen häufig so 5 Wiederholungen, wenn man die noch sauber ausführen kann, soweit es euch möglich ist, nach hinten und wieder hoch. Wenn ihr merkt, okay, es zieht direkt extrem an der Vorderseite, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, in einem Superband zu nehmen. Entweder es hält jemand fest oder ihr macht es irgendwie am Rig fest, um damit die Range ein bisschen zu vergrößern. Oder ihr geht wirklich nur an den Punkt, an den es noch geht und probiert so 2-3 tiefe Atemzüge zu machen, um damit dem Nervensystem ein Signal zu geben, dass es sich ein bisschen entspannen kann. Und kommt dann
nochmal nach vorne raus. Ziel sollte tatsächlich sein, dass ihr Full Range of Motion hier ganz tief gehen könnt und auch mit angespanntem Po wieder sauber nach oben kommt. Okay? Dann nächste Übung, wie wir das ein bisschen aktivieren und kräftigen können, sieht so aus, dass ihr in eine Halbknieposition geht, stellt das vorne auf 90 Grad auf, der Körper hier ist in einer Linie, ihr spannt den Po an, dass auch hier die Hüfte nach vorne kommt und lasst diese Spannung, dreht jetzt den Oberkörper so, dass die entgegengesetzte Hand in Richtung Ferse kommt, Arm nach oben und dann wieder zurück. Ihr dreht euch, Hüfte bleibt vorne, entgegengesetzte Hand Richtung Ferse und wieder hoch. Und auch dann werdet ihr merken, dass hier vorne richtig Aktivität drin ist. Um das noch zu steigern, könnt ihr gern das Knie ganz leicht vom Boden heben. Dann hier wird es allein schon von der Körperspannung anspruchsvoller und auch hier. Sauber nach hinten, diagonal rotieren, der Hand Richtung Ferse. Und dann wieder lösen. Dann werdet ihr auch hier merken, 5-6 saubere Wiederholungen, richtig Aktivität in den Hüftbeugern und damit bekommt ihr sie langfristig stärker, was bedeutet, dass sie eben nicht mehr in der Grundposition so viel Spannung haben. Probier es gerne aus. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Wenn ja, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und bis zum nächsten YouTube-Video.